Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. So, nachdem wir den letzten beiden Folgen gesammelt haben, gehen wir jetzt diese ganzen Quests hier noch ab. Und der erste ist anscheinend dieser Soldat. Ich habe auf Garbuk proteanische Datenlaufwerke gefunden. Ich lasse sie herbringen. Commander Shepard, danke. Das wird sicher eine große Hilfe sein bei der Operation, die wir gerade durchführen. Ja, hoffe ich doch. Ich glaube, ich kann gegen die Reaper besser vorgehen als gegen Cerberus, Ma'am. Und auf welcher Kampferfahrung mit den Reapern basiert diese Einschätzung? Auf keiner, Ma'am. Na prima. Wow, da ist ja der Hammer. So, hier ist nix. Hier steht doch Lieutenant Cortez. Endlich sind sie runter von der Normandie. Ich bin froh. Trotz des Flüchtlingschaos tut es gut, so viele Schiffe im Flug zu sehen. Es bringt mich zum Nachdenken. Eine Fregatte der Turianer. Müsste die PFS Hivencore sein. Ein turianisches Kriegsschiff auf der Citadel? Sie will nach der Schlacht vermutlich ins Trockendock. Ihre Antriebskernemissionen sind unruhig. Alleine humpelt sie in den Hafen. Vielleicht wäre es besser gewesen, im Kampf unterzugehen, so wie ihre Familien zu Hause. Die Turianer oder sie? Reden Sie über die Turianer oder über sich selbst? Ich hätte dort sein sollen. Mit Robert. Dann wären Sie tot. Und wir hätten uns nie kennengelernt. Stimmt. Das ist das einzig Gute daran. Ich bin froh, mit Ihnen zu dienen, Shepard. Wir müssen überleben. Künftige Generationen ruhen auf den Schultern dieser Turianer. Und auf unseren. Niemand gibt auf. Die Turianer nicht, ich nicht, sie nicht. Wenn das jemand schaffen kann, dann sie. Und ich bin bei ihnen. Ist das ein Allianzkreuzer? Was macht er hier? Das ist die SSV London. Vor Jahren stillgelegt. Keine Geschütze. Flüchtlinge müssen sie geborgen haben. Die Kreuzer der Genf-Klasse haben E-Zero-Kerne wie aus Granit. Irgendwie überlebt man immer. Und tut alles, um den nächsten Tag zu erleben? Ich muss loslassen. Diesmal wirklich. Die Flüchtlinge haben eine Gedenkmauer errichtet. Mit Erinnerungen an geliebte Personen. Vielleicht könnte ich... Was hält sie davon ab? Nichts. Ich meine... Ich denke drüber nach. Ihr Vorschlag, hier rauszukommen, war genau richtig, Commander. Das habe ich gebraucht. So. Okay. Gut. Dann hätten wir das hier... weiter geht's. Shepard, wenn Ihnen danach ist, könnten wir zur Abwechslung auch mal was unternehmen, das Spaß macht. Ich bin dafür. Schön, dass Sie da sind, Shepard. Was haben Sie geplant? Etwas ohne einen Kampf gegen Reaper. Alkohol? Die Bar haben Sie noch nicht erobert. Hab ich schon erkundet. Aber wenn das schon mein letzter Tag ist... würde ich mich danach auch gern daran erinnern. Und? Ich hatte eine Idee. Wohin gehen wir? An einen verbotenen Ort. Manches ändert sich nie, oder? Gibt es etwas, das Sie vor Ihrem Tod unbedingt noch tun wollen, Shepard? Bin zu sehr mit Leben beschäftigt. Und Sie? Während meiner ganzen Zeit bei C-Sicherheit hatte ich immer einen Wunsch. Einmal rauf ins Präsidium gehen. Ich hab's aber nie gemacht. 137 Regeln haben es mir verboten. Haben Sie sie geändert? Nein. Heute sind sie mir einfach egal. Es ist an der Zeit, mal was richtig Dummes zu tun. Vielleicht ist es unsere letzte Chance. Etwas belebter, als ich dachte. Wollen wir in den Pool springen? Schwimmende Turianer sind wirklich kein schöner Anblick. Strampeln und Spritzen, unterbrochen von spontanem Ertrinken.
Stimmt. Ich müsste ihn nur wieder den Arsch retten. Zum Ausgleich für die vielen Male, wo ich ihren gerettet habe. Es war schon ein Wahnsinnstrip, oder, Shepard? Sie sind ein guter Freund, Garrus. In Zeiten wie diesen erkennt man seine wahren Freunde. Es sind nicht die, die ständig nach einem Fluchtweg suchen. Es sind die, die in den schlimmsten Momenten an deiner Seite sind und dich niemals aufgeben. Ich bin wirklich froh, dass ich so jemanden kenne. Ja, ich auch. Sie bitten jetzt aber nicht um eine Hand, oder? Bevor wir zurückgehen, müssen wir noch eine Sache ein für alle Mal klären. Ich sag nicht, dass Sie nicht mit einer Waffe umgehen können. Aber manche können damit tanzen. Finden wir raus, wer wirklich der bessere Schütze ist. Die meisten, die mich in der Galaxie in Action gesehen haben, wirkten durchaus beeindruckt, Garrus. Aber ich habe sie tanzen sehen, Shepard. Kein Kommentar. Aber Carian, Sie werden verlieren. Und keine Sorge. Ich habe Übungskugeln geladen, falls Sie daneben schießen. Das war einfach. Und sollte nur Ihr Selbstvertrauen stärken. Große Distanz? Darin bin ich Experte. Das schafft kein Lebewesen, nicht mal Shepard. Geben Sie mir was Schweres. Ich sagte was Schweres. Zur Seite. Absichtlicher Fehlschuss? Ach komm, mach mal. Und los. Ich bin Garrus Makarian und das ist jetzt mein Lieblingsort auf der Citadel. Ziemlich windig hier. Ich werde ein Denkmal aufstellen und die Waffe vergolden, damit die Galaxie weiß, dass Sie der König der Flaschenschützen sind. Gut, dass Sie da sind. Man weiß nie, wann die Flaschen revoltieren. Ah, schön. Ich mag den Mann. Ich mag den. Ja, ja. Der ist echt nice. Garrus Makarian, die coolste Sau der Galaxis einfach. So. Schön, schön, schön. So, gucken wir mal, was wir sonst hier so haben. Wir präsentieren uns auch aus dem Haus, wo man am meisten ist. Ein Shop. Ja. Ist uns okay, da komme ich nicht durch. Was ist hier? Nix. So. Also in die Richtung ist einfach gar nichts. Das ist schon mal fast gut zu wissen. Es wäre nicht gut, wenn er stirbt. Er könnte uns zu anderen Verdächtigen führen. Wer hat denn bitte die Zeit, mitten im Krieg nach denen zu suchen? Gorek sollte vor Gericht verurteilt werden, wo jeder es sehen kann. Ich will, dass es auch nach diesem verdammten Krieg eine Gesellschaft gibt, in die ich zurückkehren kann. Von mir aus. Ach stimmt, das war dieser Attentäter-Typ da. Können wir dem was bringen? Scheint nicht so. Das müssen wir noch in den Flüchtlingslagern hier machen. So. Haben wir hier. Ist nix, alles leer. Der Typ sitzt da immer noch, dieser Oaka. So, hier ist auch nix. Ich dachte kurz, das wäre unsere... Ja, die wollte auch mit uns reden, irgendwo hier. Hat sie es nicht gesagt? So. Wen haben wir denn hier? Eine Asari-Witwe. Natürlich. P-O-R-A-I. Nein, mir ist klar, dass Sie mir nicht sagen dürfen, wo sie im Einsatz war.
Können Sie mir sagen, ob sie Befehl hat, keine Verbindung mit ihrer Familie aufzunehmen? Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal von ihr gehört habe. Ja. Aber wenn sie verletzt wäre, würde ich verständigt, oder? Ja, ich bin als ihre Bindungspartnerin eingetragen. Ja, ich bleibe dran. Ihr Name? Veshra, ich habe ein Audiolog für Sie. Für mich? Wo kommt das denn? Oh nein. Oh, Tasha. Danke, dass Sie mir das gebracht haben. Jetzt weiß ich wenigstens, was passiert ist. Ja, es ist immer sehr traurig. Es gibt viele Witwen, die wirklich über so einen Weg nur dafür von erfahren können müssen. Ist wohl eher der richtige Begriff. Willkommen bei Casa Fabrication. Ach, du Kacke. Danke, dass Sie bei Casa Fabrication Waffen so eingekauft haben. Willkommen in der Citadel Geschichte. Entschuldigen Sie. Es tut mir leid, aber Sie müssen sich das anhören. O blaue Rose von Ilion, wenn diese bescheidenen Worte dich erreichen, habe ich mich bereits zu meinem Ahnen gesellt. Nein. Nein, 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 nein. Mein Traum war, an deiner Seite zu weilen, ein Unkraut neben deiner Schönheit, das dich in der warmen Sonne Tuchankas umrankt. Oh, Char. Aber auch wenn ich meine letzten Tage mit dem Krant verbringen muss, statt mit deiner Zärtlichkeit, so werde ich mich dennoch an deinen Geruch und die sanfte Berührung deiner Blüten erinnern. Mögen meine zerschundenen Knochen eine Mauer rund um deinen Garten bilden, damit du und die Blume, die wir gemeinsam gepflanzt haben, in Sicherheit wachsen können. Dass ihr stark werdet. Danke. Ich sollte. Ich muss gehen. Ja, es ist traurig, was hier passiert. Sportartikel? Sportartikel. Ja, auf jeden Fall. Waldmanns Heil. Ja, Waldmanns Heil. So. Wir haben so viel Trauer, die wir hier überbringen müssen. So, nix. Huch. Liauer. Wollen Sie wirklich nicht etwas Aufregenderes unternehmen? Ich liebe diesen Teil des Präsidiums. Erinnert mich an meine Kindheit. Wo war das? Amali, auf Tessia. Meine Mutter und ich wohnten bei einem Park. Ich war oft dort. Was haben Sie da gemacht? Lesen, erkunden, Ärger kriegen, weil ich im Gras Ruinen ausgraben wollte. Sie machen Witze. Ich war sehr jung. Das ist ja wirklich allerliebst. Das dachte sonst keiner. Oh, die Strafpredigt meiner Mutter. Aber am nächsten Tag bekam ich mein erstes Geschichtsbuch. Ich vermisse sie. Wie war sie? Sie war selbstbewusst und freundlich. Sie trug gerne Gelb. Für mich war sie die schönste Frau der Welt. Wird schon wieder, Liara. Vermutlich. Danke, Shepard. Es geht mir schon besser. Ich wünschte, wir könnten mehr Zeit so verbringen. Als Freunde. Oder mehr als Freunde? Nein, wir sind mit Miranda zusammen. Das wäre schön. Und vielleicht werden Sie nach dieser Sache ja sesshaft. Sie können sich ein bürgerliches Leben bei mir nicht vorstellen, oder? Nein, aber deshalb sollten wir unbedingt in Kontakt bleiben. Um hin und wieder ein paar Geheimnisse zu teilen? Genau das. Ja, ja. Da wollte Shepard schon wieder fremdgehen. Das ist ja unfassbar. Der alte Hengst. Ach, da kommt man gar nicht weiter runter. Ach, wir haben ja das ganze Präsidium so daraus schon erkundet. Gott. Gut. Ich sage weiter. Genau. Nach unten. Nee, nach oben. Purgatory. Da wird zwar wieder nicht so viel sein, aber wir können ja mal gucken. Ankunft in der Bezirksebene Purgatory.
Nee, das bringt nichts. Das haben wir da nicht. Und eine neue schwere Panzerung garantiert deine Sicherheit? Ich habe Berichte über einige der Dinger gesehen, die du bekämpfst. Naja, ein Reaper hält sie natürlich nicht auf. Aber nur eine Sekunde länger Schutz kann über Leben und Tod entscheiden. Vortex stellt also gute Schildkondensatoren her? Die besten. Und bei den Platten wird auch nicht gespart. Ich liebe sie. Das klingt, als wolltest du bald wieder raus, um sie auszuprobieren. Ach naja, ein bisschen schon. Ich will sie unbedingt dem Team zeigen. Vielleicht darf ich jetzt öfter vorausgehen. Mhm. So. Nix, nix, nix. So, was haben wir denn hier? Diese Frau mit diesem komischen Outfit immer noch. Unfassbar. So, ja, wir nehmen an, denn. Noch eine Frau. Ich habe einige Texte aus einer Bibliothek im von Reapern kontrollierten Raum mitgebracht. Ich lasse sie in Bucht D24 für Sie bereitstellen. Vielleicht hilft das ja weiter. Wirklich? Nun, verdammt. Schaden kann's nicht. Danke. Vielleicht fällt den Asari dann wieder ein, wie man kämpft. Möglicherweise, ja. Können wir mit Aria reden? Wer kommt denn da? Bluesums, Bloodpack und Eclipse stehen unter meiner Kontrolle und werden kämpfen, wenn sie bereit sind. Und? Haben sie etwas auf dem Herzen? Okay, da ist nichts mehr. Wir reden später. Ganz sicher. Da ist also nichts mehr mit Aria, können wir nicht weiterreden. Jetzt hier, Leute? Nein. Wer ist denn da? Eddie. Eddie und Joker. Mensch. Hey, Commander. Ich wollte gerade noch eine Runde holen. Bin gleich zurück. Sie beide scheinen Spaß zu haben. Ja. Seit Joker und ich uns auf eine Beziehung geeinigt haben, lächelt und lacht er deutlich häufiger. Ich glaube, dass er glücklicher ist. Das ist schön für Sie. Sie beide scheinen ein gutes Paar abzugeben. Ich weiß nicht. Als sich Jeff zum ersten Mal diesen Körper zeigte, hielt er Abstand. Wirklich? Was hat er gesagt? Dass ich keinem weiblichen Ideal entsprechen müsse, um ihn zu beeindrucken. Ich habe gesagt, das sei dummes Zeug. Und wir haben ganz normal weitergeredet. Nach ihrer Ermutigung veränderte sich seine Einstellung. Er sagte, er habe gezögert, aber sie hätten ihn überzeugt, ranzugehen. Ich habe nur nachgeholfen. Verstehe. Danke für Ihre Unterstützung. Das alles ist eine überaus erhellende Erfahrung. Ja. Ach, wunderbar. Eddie und Joker in einer Beziehung. So. Was haben wir denn da oben? Mein Freund besorgt uns ein paar herrenlose Kisten. Sie stellen ihr Schiff bereit und wir teilen den Gewinn. 50-50. Was halten Sie davon? Ich sollte Ihre verdammte Kehle aufschlitzen. Was? Ja. Was? Achso, nur ein Drink. Hier ist sonst keiner. Wir können die Tanzfläche nutzen, ja, aber... ja auch nicht. So. Perfekt. So. Nächste Stockwerke. Puerta Krankenhaus. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da was ist, aber wir gucken einfach mal. So. Die erzählt wieder ihre Geschichte. Ich bin der Farm entkommen und floh in die Hügel. Ja. Das Bauernmädchen habe ich mitgezogen. Ich wollte nur noch die Nacht überstehen. Also. Hätte mir tun können. Aber dann kam der Morgen. Kein Shuttle. Und dann kam der Nachmittag. Dann wieder Nacht. Und ich verstecke mich vor den Husks und diesen Turianer-Dingern. In der Akte steht,
Das Evakuierungsteam hat angenommen, dass ihre Position überrannt worden war. Und nach 2 Tagen habe ich immer noch keine Waffe. Denn die von den Turianer-Dingern kann man nicht benutzen. Mir wird klar, dass das Shuttle nicht mehr kommt. Außer ich gehe zurück zu der Farm und meinem Funkgerät. Und das Bauernmädchen? Sie war bei mir. Hat sogar ein paar Husks getötet. Mit einem Stock. Mhm. Irgendwann ist diese ganze Geschichte wahrscheinlich auch zu Ende sogar. Hier ist, glaube ich, echt nix. Nö. Was haben wir denn hier noch? Nötige Kapazität, naja. So. Ist nix. Auch nicht. Und was ist auf dieser Seite? Und nicht mal mehr eine Tür. Doch, da ist eine Tür. Irgendwie wird die gerade offen. Ich weiß auch nicht warum. So. Herr, ja, müsste hier nicht sane sein? Ach ne, hier ist einfach nur dieses Arzt-Labor-Teil. Da ist sane. Ist der immer noch da? Nein, das Bett ist leer. So. Okay. In dem Krankenhaus ist halt gar nichts. Das ist schon mal schlecht. So. Bisschen da mal lang laufen, ne? Okay, ne? Ist ja natürlich ein Krankenhaus. Da ist schon dringend, aber trotzdem. So, Zitadellbotschaften, ja. Erstmal dort. Ich gucke gerade mal nicht, dass ich eine Prioritätsmission aus Versehen mache. Ja. Eden Prime und. Achso, okay. Mir kann also nichts passieren hier. Das ist schon mal prinzipiell erstmal gut. Ich glaube, ich habe den Obelisken, den Sie erwähnt haben, aus dem Würgeschlund beschafft. Sie finden ihn in Bucht D24. Wirklich? Danke, Erdenclan. Falls Ihr Volk zufällig gerade mit einem geheimen Bauprojekt befasst wäre, könnte dieser Obelisk bestimmt von Nutzen sein. Das Interessante bei dieser Mission ist übrigens, man kann die beenden, bevor man überhaupt in der Story von dem Bau dieses Dings erfährt. Ich hätte gehofft, Sie kommen. Ich bleibe nicht mehr lang. Was machen Sie auf der Citadel, Samara? Ich wollte mich wohl verabschieden. Falair ist sicher. Und Rila ruht. Ich musste mit Ihnen reden, bevor ich in den Kampf ziehe. Es gibt niemanden, der uns in unseren letzten Stunden besser anführen könnte als Sie. Die Galaxie wird stolz auf uns sein. Wir haben die größte Flotte der Geschichte. Beeindruckend. Die meisten hätten dieses Bündnis für unmöglich gehalten. Aber Shepard, vergewissern Sie sich von der Stärke Ihrer Truppen, bevor Sie losziehen. Ja, gerne, gerne. Was tun die anderen Justikarinnen für den Krieg? Die meisten sind zu Hause und versuchen, Tessia zu halten. So wie unsere Chancen stehen, wird es unseren Orden nach diesem Krieg nicht mehr geben. Sind sie nur so wenige? Wir waren nie viele. Wir müssen darauf vorbereitet sein, uns zu opfern, falls es erforderlich ist. Das klingt trostlos. Waren Justikarinnen sinnvoll, wenn alles so endet? Die Justikarinnen sollten Ordnung in einer Welt schaffen, die darüber aber nur lacht. Man ist allein und führt ein Leben, das so hart ist, dass es oft Schmerzen bereitet. Aber ich bereue das Leben für den Kodex nicht. Halten Sie davon, was Sie wollen. Und die Reaper? Ich habe nie gefragt, ob Ihr Kodex beim Kampf gegen die Reaper helfen kann. Sie sind wie jeder Feind. Zeigen Sie keine Gnade und keine Schwäche. Der einzige Unterschied liegt in der Größe. Der Kodex ist zu strikt für derlei kleine Unterschiede. Aber was denken Sie?
Sehen Sie das auch so? Sie haben einen Reaper auf der Citadel und einen auf T'Chanka getötet. Daran nehme ich mir ein Beispiel. Ja, und Valer? Kommt Valer in dem Kloster zurecht? Oder was davon übrig ist? Wir haben uns unterhalten, es wird nicht leicht. Aber wenn jemand überleben kann, dann Valer. Es war schön, Sie wiederzusehen. Vielleicht sollte eine Justikarin nicht so viel Wert auf Familie legen. Zum Glück haben Sie noch eine. Es freut mich, dass alles gut ist. Zum Glück hatte Valer einen so klaren Blick. Ohne ihr Eingreifen hätte sich das alles völlig anders entwickelt. Vielen Dank. Viel Glück. Viel Glück, Samara. Für Sie auch. Ich weiß nicht, ob Sie an sowas glauben. Aber die Göttin sei mit Ihnen, Shepard. Uns beide erwartet bald die Feuerprobe. Ja. Das ist wahr. So, ihr werdet die 1000 Kilometer Schlangen. Alle wollen irgendwie mit jemand reden. Können wir mit Bailey reden? Hey, Shepard. Wenn Sie hier sind, fühle ich mich gleich sicherer. Alle laufen rum wie in Trance. Oder humpeln wie ich. Ob wir je wieder so wie früher werden? Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Ja. Okay, das ist... Dann wissen Sie ja, was zu tun ist. Genau wie Sie, Shepard. Das sind die gesamte Gesprächsoption wie früher nochmal, also hat das nichts gebracht. Okay, da kann man immer nicht rein. Aber hier haben wir rein. Wir sollen nämlich doch was in dem Terminal machen. Habe ich gesehen ja irgendwie in meinen Missionsberichten. Ach du meine Güte, medizinische Vorräte. Die ursprünglich für besetzte Gebiete gedacht waren, wurden zur Citadel umgeleitet, weil die Reaper-Invasion die Auslieferung unmöglich gemacht hat. Die Vorräte stehen derzeit in den Docks unter Verschluss, können aber mit einem Spectre-Befehl dem Holiarte-Krankenhaus übergeben werden. Machen wir. Genehmigung für zivile Miliz. Zielsicherheit hat beantragt, eine zivile Miliz aufzustellen, die Citadel im Falle eines weiteren Angriffs verteidigen soll. Viele Zielsicherheit-Officer glauben, das würde die Citadel Werftdown machen und die Moral stärken, aber es fehlt an Geld und der erforderlichen Genehmigung. Ein Spectre-Befehl würde es Zielsicherheit ermöglichen, mit der Ausbildung freiwilliger Zivilisten zu beginnen, finanziert durch Gelder, die eigentlich als Bonus für Führungskräfte gedacht waren. Autorisieren wir. Finanzbericht von First Iwoon. Dieser Finanzbericht ist nur für den Zugriff durch Botschaftsangestellte der obersten Stufe freigegeben. Laut Schätzung von First Iwoon Investment Trusts, einem Tochterunternehmen von Cost Combine, können die Citadel-Völker die Kosten der Kriegsbemühungen noch höchstens ein Jahr finanzieren. Die Militärausgaben haben zwar einige Marktsektoren belebt, aber Knappheit und Rationierung in anderen Bereichen haben dem Finanzsystem stark geschadet. Der Konsum der Zivilbevölkerung ist gesunken, außer bei eskapistischen Produkten wie Videos und Alkoholika. First Iwoon nimmt große Kredite auf, um zentrale Funktionen auf der Citadel bezahlen zu können, aber wenn der Krieg nicht innerhalb eines Jahres endet, ist der galaxieweite finanzielle Zusammenbruch unvermeidbar. Überwachungsfreigabe. Zielsicherheit hat mehrere Überwachungsgenehmigungen angefordert, um Beweise gegen Servus-Informanten auf der Citadel zu finden. Officers haben öffentliche Überwachungsfeeds angezapft, aber keinen legalen Zugriff auf private Aufnahmen. Ein Spectre-Befehl würde es Zielsicherheit ermöglichen, Überwachungsfeeds von Geschäften anzuzapfen, ohne die Zivilbehörden informieren zu müssen. Machen wir. Aufenthaltsort des batterianischen Patienten. Ein batterianischer Patient namens Gorek befindet sich in einer provisorischen Klinik in dem Fischnix-Lager in Andockbucht E24. Er hat schwere, nicht einzeln aufgeführte Verletzungen. Das Huerta-Krankenhaus hat Schmerzmittel verabreicht, aber es gibt keine längerfristige Behandlung. Die batterianische Hegemonie verweigert die Akteneinsicht. Es gibt daher keine Daten über Gorek vor seiner Ankunft dort der Citadel. Aufenthaltsort von den Korlak. Der Aufenthaltsort von Botschafter den Korlak ist unbekannt. Die biometrische Analyse ortet ihn im Moment an keinem öffentlichen Ort. Seine letzte bekannte Position war sein Büro in dem Bereich in der Nähe der Menschenbotschaft. Und die batterianischen Zugangscodes. Mit Spectre-Zugangscodes können Standardsicherheitsprotokolle umgangen und diplomatische Nachrichten oberster Stufe verfolgt werden. Die Position von Konsolen, auf denen verdächtige Codes eingesetzt werden, wird auf das Universal-Werkzeug der Spectre hochgeladen und zum leichteren Auffinden markiert. Machen wir. Nachrichtenterminals. Shepard, zum Glück sind Sie in Ordnung. Mir geht's gut.
Tut mir leid. Ich wollte sie persönlich sehen. Es ist besser so. Auf der Citadel herrscht zurzeit Chaos. Hört sich ganz so an. Ich habe von dem Putschversuch gehört. Ja, Udina hätte mit Kai Leng fast die Macht an sich gerissen. Kai Leng? Der schmierige Mistkerl lebt noch? Er lebt und steckt mittendrin in dieser Sache. Das verkompliziert die Lage. Ich werde vorsichtig sein. Also, ich habe nicht viel Zeit. Aber ich weiß, was mit meiner Schwester ist. Wo ist sie? Das weiß ich noch nicht. Aber mein Vater war definitiv dafür verantwortlich. Wenn er ihr etwas angetan hat, bringe ich ihn um. Miranda. Shepard, hören Sie zu. Ich werde von Cerberus-Attentätern gejagt. Es sind viele. Ich muss mich bedeckt halten. Was? Warum? Es gibt ein Gerücht. Vielleicht ist es mehr, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet. Sicher was Großes. Verbindung zu Cerberus? Warum sollte Ihr Vater für den Unbekannten arbeiten? Vor allem jetzt? Mein Vater will unbedingt sein Vermächtnis bewahren. Vermächtnis? Er will in die Geschichte eingehen, damit seine Dynastie einen Platz in der Ewigkeit hat. Und der Unbekannte hat ihm ein Angebot gemacht? Ganz genau. Ja, muss aufgehalten werden. Was immer mit Ihrem Vater vorgeht, es ist nichts Gutes. Wir müssen das aufklären. Ja, sicher, aber ich muss das selbst erledigen und aufhören, von meinem Vater davonzulaufen. Sind Sie sicher? Ja, ich kann erst wieder klar denken, wenn Ori sicher ist. Sie finden sie. Ganz sicher. Okay, ich sollte jetzt gehen. Seien Sie vorsichtig. Das kann ich nicht versprechen. Könnten Sie's? Nein, könnte ich nicht. So, gibt's noch mehr Gespräche hier? Nicht. So, Spectre-Ausrüstung. Ach du Scheiße. Können wir uns sogar kaufen, ja, aber... Weiß ich noch nicht, ob sich das lohnt. So, wir haben jetzt ganz viel autorisiert. Sehr gut. Hier ist nix. Das ist schon mal gut. Logbuch ist... Naja, okay, das hat sich nicht wirklich verbessert. Ich würde aber erstmal sagen, wir machen hier einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.